Seit heute Morgen 5.45 Uhr quält sich Daniel Mauser den Anstieg am Falkenberg bei Wettenberg hoch. Den Papa freut es. Mir geht's hervorragend. Der 38-Jährige nimmt an der Everest Challenge teil, benannt nach dem höchsten Berg der Erde. Man fährt 8.848 Meter ständig bergauf, bis man quasi die Höhe des Mount Everest erreicht hat. Daniel fährt dafür eine 350 Meter Steigung zwischen 14% und 18%, ganze 552 Mal. Doch der zweifache Familienvater will noch mehr. Er will die Strecke auf den Mount Everest gleich dreimal absolvieren. Es braucht einen starken Willen, viel Training, aber kein spezielles Ernährungskonzept. Ich habe mich nie intensiv damit beschäftigt. Deshalb habe ich auch nichts so mit großer Sportlernahrung bisher am Hut. Das Einzige, was ich diesmal mache, ist Haferflocken ganz klein häckseln mit Wasser, so dass ich mit Trinken und dabei eben so ein bisschen was Festes auch immer was in mir drin habe, was ich dann eben einfach so trinken kann. Daniel Mauser hatte bereits im letzten Jahr das Double, also zweimal 8.848 Meter in Serie geschafft. Dreimal Everesting, das hat in Deutschland noch niemand geschafft. Seine Familie ist eigens mit dem Wohnmobil angereist. Seiner Mutter ist das Ganze nicht ganz geheuer. Ich weiß vom letzten Jahr, dass der Daniel da schon auch arg gekämpft hat und das auch ein Faktor ist, wo einfach die Sorge dranhängt, dass er nicht vor Müdigkeit dann da vom Rad stürzt beim Runterdüsen. Daniels Vater sieht das ziemlich locker und deswegen macht er sich auch locker. Er hat wirklich harte Arbeit, ich weiß das schon. Aber er ist mir nicht böse, wenn ich hier liege. Doch das Hochradeln ist nicht nur sportlich zu sehen. Es hat auch einen karitativen Hintergrund. Daniel Mauser, von Beruf Notfallarzt, fährt auch für die Tour der Hoffnung. Wolfgang Rinn hat die Tour organisiert. Wir rollen ja für Leukämie- und krebskranke Kinder. Das ist ja unser Slogan von der Tour der Hoffnung. Und unsere Kleinsten kämpfen ja auch, ja, wirklich ums Überleben, um medizinisch versorgt zu werden. Und er macht ja auch in gewisser Weise jetzt einen Kampf gegen sich selbst. Ja. Das heißt, er muss ja auch wahrscheinlich ein bisschen leiden bei der ganzen Aktion. Und dieses Leiden mit anzugucken und das für eine gute Sache zu machen, das ist natürlich, das passt vom Kontext natürlich auch super zu unserer Tour der Hoffnung mit dazu. 26.544 Höhenmeter insgesamt. Die Abfahrten zählen nicht dazu. 72 Stunden, 3 Stunden Pause inklusive. Kurzes Austreten, Essen und Frischmachen ist erlaubt. Eine Höllentour, gerade wenn es dunkel wird. Das, wo man so ein bisschen, oder wo ich so ein bisschen Respekt davor habe, ist immer die Nacht. Weil die eben lang und zäh ist. Und dann mache ich immer so kleine Einheiten von 10, 11 Runden. Und dann komme ich wieder hierher, mache eine Pause und dann geht's wieder weiter. Mit der Aktion möchte er Spenden sammeln und diese der Tour der Hoffnung übergeben. Letztes Jahr kamen 5.000 Euro zusammen. Die Daten werden übrigens per GPS aufgezeichnet, damit auch alles korrekt ist. Sonntag früh will Daniel Mauser das Triple Everesting geschafft haben.